So. Weiter geht's mit Tony hieß er, oder? Bin mir gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Jedenfalls, Mafia steht wieder an. Schmutzige Wäsche. Take a seat, kid. Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, eh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Sorry, Ma. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. Bomben? Na gut. Schon wieder mit Bomben irgendwas, offenbar. Oder geht's wirklich um Waffen? Ich wusste gar nicht, dass 8-Ball auch Waffen hat. Ich dachte, er ist bloß für Bomben zuständig. Wow. Schnell weg, bevor der Bull uns festnimmt. Das muss jetzt nicht sein. Okay, und dann bin ich jetzt gerade falsch gefahren, wie es aussieht. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu 8-Ball und schauen mal, womit er uns denn da eindecken kann. Ich bin wirklich falsch gefahren. Okay, wir scheinen diesmal kein Zeitlimit oder irgendwas zu haben. Das ist ja schon mal ganz schön. Das heißt, wir können ganz gechillt jetzt unsere Ziele ansteuern. Oh, jetzt ist es so grau und dunkel, Mensch. Ich sehe doch nichts. Nee, es geht tatsächlich um Waffen. Okay, Handgranaten. Sehe ich das richtig? Oh ja. Gut, je länger wir die Taste halten, desto weiter können wir die Granaten werfen. Das ist soweit ganz logisch, denke ich. Und auch nichts Neues im Vergleich zu den anderen Spielen. Aber gut, war ja auch das erste Spiel. Da muss man das ja eigentlich erklären. So. Holen wir uns mal ein ordentliches Auto. Ich glaube, ich stecke fest. Claude, kannst du irgendwie in irgendeine Richtung? Ah, danke. Ich fasse es nicht. Habe ich es geschafft, zwischen parkenden Autos festzustecken. So, jetzt aber. Dann heizen wir mal los. Numero uno. Kann ich den anhalten oder wie sieht das aus? Oh, in der Tat. Jetzt sprenge ich zwar mein Auto in die Luft, aber das war, glaube ich, nichts. Ja, das war's für mein Auto. Ich gehe dann mal einen Meter weg. Das hat Puff gemacht. Okay, jetzt sollte ich vielleicht... Ach komm, ich nehme gleich den Feuerwehrwagen hier. Der tut's auch. Ich glaube, es ist nicht vonnöten, dass wir hier irgendwelche schnellen Autos uns suchen. Halt! Oh, da ist schon wieder Bulle gewesen. So, wenn der schon an der Ampel steht, das ist doch ganz wunderbar. Das passt. Fahr, 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 fahr. Oh Gott, das war knapp. Oh, der hat es ja gar nicht erwischt. Ich dachte, der wäre hinüber. Oder den würde es erwischen. Ich war jetzt so mit dem Bullen beschäftigt, ich habe gar nicht drauf geschaut. Ich bin einfach losgefahren mal. Mann, verdammt. Na gut, dann müssen wir das Ganze wohl nochmal angehen. Bist du denn gechillt genug, dass du jetzt einfach hinter mir stehen bleibst? Nee, ne? So, aber glücklicherweise haben wir ein schweres Auto, das du nicht so einfach wegschieben kannst. So. Dann machen wir das eben auf diese Art und Weise. Und mein Feuerwehrwagen bleibt sogar noch ganz dabei. Das ist doch ein Traum. Gut, 6 Handgranaten für einen verbleibenden Lieferwagen. Das sollte machbar sein. Müssen wir bloß mal schauen, wo der ist. Der scheint ja ein Stück weiter weg zu sein. Irgendwo bei Joey hinten, ne? Ah! Was? Nein! Lauf! Sei froh, ich habe dir gerade das Leben gerettet vielleicht. Oh Gott. Wenn du einfach durchgefahren wärst, ohne dass ich dir das Auto geklaut hätte, dann wärst du wahrscheinlich in den explodierenden Feuerwehrwagen reingefahren. So. Genau, hier ist Joey. Aber. Doch, da ist auch der. What the fuck? Hier ist auch der LKW. Der Lieferwagen, was auch immer. Das ist unfassbar, wie das Auto manchmal abspackt, einfach nur, wenn man über irgendwelche kleinen Hindernisse fährt.
So, der müsste ja eigentlich noch vollkommen arglos sein und auch hinter unserem Auto stehen bleiben, wenn wir vor ihm parken. Oder? Ja, das funktioniert. Wunderbar. Tschüss. Oh. Und $20.000 für uns mit einem großen Knall. So, jetzt brauchen wir bloß mal ein neues Auto. Und dann können wir uns direkt wieder zu Tony aufmachen. Das T stand doch für Tony, oder? Ich muss zugeben, ich weiß es nicht mehr so wirklich. Diese generischen italienischen Namen, naja. So, sollte auch gar nicht so weit sein. Wir sind ja quasi schon wieder in St. Mark's. Jo, das ist direkt um die Ecke eigentlich. Dann machen wir uns auf zur nächsten Mission. Für unseren neuen italienischen Freund. Ich glaube, wir arbeiten uns so nach und nach in der Hierarchie auch nach oben, ne? Kommt mir zumindest so vor. Der Geldbote. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Er hieß Tony. Gut, habe ich mir das auch richtig gemerkt. Das heißt Cipriani wirklich, nicht Cipriani? Ist auch egal. So, wir machen uns jedenfalls direkt zur Wäscherei hin und wir ahnen schon, es wird garantiert eine Falle werden. Ich meine, die haben ja Tony schon damals in eine Falle gelockt, als wir den Chauffeur für ihn gespielt haben. Warum sollte es jetzt anders sein? Jetzt, wo wir sie noch wirklich wütend gemacht haben. Okay, wo ist der Eingang? Müssen wir in die Witze rein oder müssen wir wirklich in den Laden? Okay, ich glaube, wir müssen wirklich in den Laden, ne? Ich nehme schon mal eine Waffe in die Hand. Aber eigentlich was Besseres vielleicht? Ja, einen Flammenwerfer theoretischerweise. Ich glaube, wir müssen doch dahinter hin, oder? Dann machen wir das vielleicht mal mit dem Auto. So, dann parken wir das schon mal direkt hier so. Wenn wir hier in die dunkle Gasse hinein müssen. Und nehmen vielleicht doch mal den Flammenwerfer in die Hand. Wobei, mit dem Flammenwerfer können wir nicht rennen. Pistole. Hahaha. Großartig. Ja, Glückwunsch. Nehmen Sie dir alle vor. Oh Gott. Aber zünde dich nicht selbst an dabei. Scheiße. Was jetzt? Oh nein, ernsthaft. Ich bin durch den... Oh. Ihr Ärsche. Ihr Ärsche. Ich bin durch den Baseballschlag K.O. zu Boden gegangen und beim Aufstehen habe ich Feuer gefangen. Ihr seid ein paar Ärsche. Das ist unfassbar. Okay. Das merke ich mir, ihr Schweine. Das merke ich mir. Ach, fuck, ey. Oh Gott, das war dumm. Hirnlose Tode, die das Spiel eben so anbietet. Gut, ich glaube, das kriegen wir auch unbewaffnet hin, wenn die alle bloß mit Baseballschlägern kommen, dann sprinten wir einfach an denen vorbei und nehmen uns die Freunde dann mit dem Auto vor. Das kann ich. Achso, ich kann auch... Ich hätte auch das Taxi nehmen können, theoretisch. Naja, egal. So, Versuch Nummer 2. Traurig, wie viele Missionen ich im zweiten Versuch erst hinkriege oder im dritten teilweise. Naja. Lief irgendwie besser in den anderen GTA-Spielen, habe ich das Gefühl. Okay, auf zu Versuch Nummer 2. Können natürlich auch mit dem Auto reinfahren. Eigentlich sind die Gassen dick genug. Ach, was soll's. So, ja, ich weiß, sie kommen. Warum die nicht einfach eine Pistole in die Hand nehmen, weiß ich zwar nicht, aber... Hey, was soll's? Oh, sie nehmen Pistolen in die Hand. Ich revidiere meine Aussage. So. Zack, das war's für die. Ups.
kleine Bodenwelle. Der nächste. Haben wir noch ein paar? Oh ja, die nehmen aber alle Autos jetzt. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Das war's auch für ihn und ich nehme mir gleich mal direkt die Munition von ihm. Beziehungsweise die Waffe generell. Kannst du wieder einsteigen? Dankeschön. So, dann haben wir noch einen, der hier noch in der Gasse steht. Den holen wir uns direkt mal, bevor er hier irgendwie anfängt, sich auch noch ein Auto zu suchen. Oh! Bau keinen Scheiß, Freund! So. Können wir den gleich festsetzen hier? Okay, er hat sich schon rausgebegeben aus seinem Auto. Zack! Wunderbar. Bring das Geld zu Tony. Erst noch kurz auch davon die Muni. Gut, es sind jetzt bloß 27 Schuss, aber es ist besser als nichts. Ich meine, wir hatten ja wirklich gar nichts an Muni. Ist traurig, oder? Vollkommen unbewaffnet komme ich hier besser klar als mit dem Flammenwerfer. Was daran liegt, dass ich mich selbst angezündet habe. Naja, wollen wir das mal nicht weiter kommentieren. Ich sage ja, Flammenwerfer ist nicht so meine Waffe. Entschuldigung. Okay. Wer parkt denn hier sein Taxi so blöd? Muss ja ein totaler Vollidiot sein. So. Geben wir das Geld ab und kassieren unseren Lohn. $10.000 für uns. Oh, wie praktisch. Wir stehen ja direkt wieder vor dem Auftraggeber. Dann wollen wir mal schauen, ob Tony diesmal vielleicht auch da ist und was er diesmal so für uns hat. Das Treffen bei Salvatore. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. Na, wenn das mal nicht gut klingt. Salvatore Leone. Den kennen wir aus San Andreas und wir wissen, der ist nicht irgendein Mafioso, der ist der Boss der Leone-Familie. Weg da. Also wir machen uns langsam offenbar einen Namen, wenn wir jetzt sogar schon bei Salvatore Leone vorsprechen dürfen, beziehungsweise mit hinkommen dürfen. Vorsprechen kann man ja nicht sagen mit Wort, ich meine, der spricht ja nicht. Vorstellig werden, das trifft es vielleicht eher. Und das heißt, wir steigen jetzt wirklich in den Kreisen der Mafia, der Leone-Mafia-Familie, richtig an. Das sieht gut aus für uns. Der Erfolg ist zum Greifen nahe. So, Joey. Spring rein. Oder bist du schon drin? Joey im Anzug ist auch irgendwie ungewöhnlich, oder? Wenn man den bloß so im Overall kennt. So, dann wollen wir noch mal versuchen, die Kiste relativ unfallfrei zu lassen. Mal sehen, wie weit wir da kommen mit dem Vorsatz. Zumindest die ersten Meter sollten ja ganz gut funktionieren. Okay, erste Station, glaube ich, Luigi, ne? Jetzt müssen wir quasi die ganze Rasselbande an Auftraggebern, die wir bisher so hatten, einsammeln. Ah, muss ja jetzt gerade ja gerade ausfahren. So. Genau. Holen wir unseren Looten mal vom Tittenclub ab. Hupe. Ja, komm, beweg dich. How you doing, kid? Super, super. Ihr seid alle so redselig mal wieder. Also haben wir schon mal festgestellt, die Redseligkeit kommt dann wirklich erst mit den späteren Teilen. Macht euch doch mal vom Acker hier. Und da ist die Karre auch breit. War ja klar. Hier sind die wirklich noch sehr schweigsam, die Leute. Vielleicht haben sie aber auch einfach nicht genug Charakter für die ausgearbeitet, um ihnen dann so viel Text zu geben. Ich weiß es nicht. Weg! So, dann sagt man noch Tony ein und dann sind wir bereit, zu Salvatore aufzubrechen.
langsamer. Achso, er muss ja vorne rein, stimmt, weil hinten ja schon zwei Leute drin sitzen. Schaffst du's? Ja, wunderbar. Und da sind die Triaden. Wie aufs Stichwort, ganz traumhaft. Da hätte ich mir das Schadlosfahren auch schenken können. Letztendlich kommen sie ja doch an und machen uns die Karre kaputt. Jetzt geht es also nur noch darum, das Ziel möglichst lebendig zu erreichen. Aber ich glaube, das schaffen wir ganz gut. Denn wir sind schon da. Das war ein sehr kurzer Weg. Dafür sind wir extra jetzt in die Limo gestiegen. Ich weiß ja nicht. Geschafft.